Hallihallo und herzlich willkommen zu unserem ersten Minecraft-Tutorium zum Thema Redstone. Ich werde euch jetzt heute zeigen, wie man eine Redstone-Clock schaltet. Ich werde jetzt in mehreren Parts, die ich mal alle 2-3 Tage werde ich einen Part machen und die verschiedenen Redstone-Schaltungen mal durchgehen. Ich fange mal ganz klar an mit der Redstone Clock, denn ich finde, das ist eine Schaltung, die sich sicher viele denken, wie könnte sowas funktionieren? Eine Redstone Clock ist eine Schaltung, wo ich einmal einen Hebel betätige und die Schaltung sich dann immer wieder wiederholt. Also die Schaltung in dem Sinn, ich will jetzt zum Beispiel, ich fange jetzt gleich mal an. Wir brauchen Sticky Pistons, Redstone Verstärker, maybe, Redstone, ganz klar, Redstone Fackeln. Einen Hebel und beliebige Blöcke. Ich nehme mal hier einfach mal Eichenholz. So, ich will jetzt zum Beispiel, dass dieser Block, also dieser Sticky Piston, dieser Sticky Piston, dieser Sticky Piston und dieser Sticky Piston sich alle bewegen, gleichzeitig oder verschieden, ist ja egal. So, wenn ich jetzt aber es aber so mache, dass ich sie mit einem Hebel schalte, dann kann ich sie ja nur ein- oder ausschalten. Und das will ich euch jetzt zeigen, wie man die schalten kann, dass sie dauerhaft funktionieren. Wir fangen mal an und legen eine Redstone-Leitung hierher, weil wir etwas Platz brauchen. Aber cutten das noch so ein bisschen. So, dann kommt hier ein Hebel hin, um das Ganze in Betrieb zu nehmen. Wenn dann hier anfangen. Vorerst gehen wir von der Redstone-Leitung 4 Blöcke nach links. 1, 2, 3, 4. Hier kommt unser erster Block hin, den wir mit der Redstone-Leitung verbinden. 1, 2, 3. Ich habe, Entschuldigung, gefehlt. 4 Abstand muss er haben zum Block. So ist richtig. 1, 2, 3 und 4. An dem Block kommt eine Redstone-Fackel. Wir lassen wieder 1 Platz und machen den nächsten Block. Hier immer mit Redstone verbinden, das ist ganz wichtig. Jetzt drehen wir um. Wir machen diesen Block auf dieser Seite eine Redstone-Fackel. Wieder ein Redstone, wieder einen Block. Und wieder eine Fackel, ein Redstone, einen Block. Eine Fackel, ein Redstone, einen Block. Und nun ist es ganz wichtig, einfach nur hier eine Fackel ran. So muss es dann ausschauen. Ansehen, genau. Denn wenn ich das jetzt aktiviere, pole ich die Fackeln um. Wir wissen ja, wenn ich einen Block habe mit einer Fackel und den dann, ja, kann ich so auch zeigen, bestrome, geht die Fackel aus oder ein. Egal, ob ich das jetzt mit einer Leitung mache, so wie hier, fail, so. Der hier wird immer umgepolt, so gesagt. Wird immer umgepolt. So. Genauso funktioniert das. Und das ist im Prinzip auch die Redstone Clock. Jetzt ist der Schalter nicht bestromt. Und diese Redstone Fackel gibt Strom ab. Auf dieses hier bestromt diesen. Die Redstone Fackel würde eigentlich Strom abgeben, ist aber ausgeschaltet. Und ja, so weiter, nicht? Schaltet aus, schaltet ein. Jetzt aber. Wenn ich hier verbinde, ja, das ist schon das Ergebnis. Jetzt ist der Schalter noch ausgeschalten, das heißt, eingeschalten. Das heißt, er bestromt. Die Redstone Clock arbeitet nicht. Der Schalter ist aber ausgeschalten. Das heißt, die Redstone Clock arbeitet von alleine, indem es sich so gesagt selbst kurz schließt. Also Redstone Clock, Redstone Uhr in dem Sinn, dass sie sich wie eine Uhr immer im Uhrzeigersinn weiter bewegt, die Stromrichtung. Jetzt funktioniert das so. Diese Redstone Fackel gibt den Befehl an diese hier weiter, funktioniere. Sie funktioniert, die funktioniert, funktioniere nicht, funktioniert, funktioniert nicht, diese funktioniert, gibt Strom an diese Leitung ab und geht wieder von vorne los. Und dadurch, dass der Schalter, wenn er eingeschalten ist, einen Strom abgibt, blockiert sich der Strom gegenseitig. Und so ist das Funktionieren einer Redstone Clock. Jetzt hier noch verbinden und die Kolben bewegen sich für immer. Man kann jetzt auch eine Redstone Clock machen,
mit zum Beispiel nur drei Blöcken, aber dann würde sie sich mit einer Zeit überlasten und ja, das wäre dann das Ende unserer Redstone Clock. Sie würde aufhören zu arbeiten, bevor ich wieder einen neuen Befehl gebe. Und jetzt kann ich noch einbauen, was ich will. Ich kann jetzt sagen, der Kolben hier soll sich mit weniger Drehzahl drehen. Okay, ich habe zu wenig Platz. Soll sich mit weniger Drehzahl drehen als die anderen. Dann setzen wir einen Repeater davor und schon läuft er ungleich. Hier auch. Repeater, drei Klicks. Jetzt laufen diese zwei gleich. Wie ein Vierzylinder-Motor. Auto oder Dieselmotor. Scheißegal. So, die laufen jetzt für ewig so. Ne? Ja, so kann man das eben auch jetzt regulieren. Was ist ein. Da jetzt kurz Bauteilerklärung. Wie funktioniert ein Redstone Repeater? Ein Repeater ist so gesagt ein Potentiometer, ein veränderbarer Widerstand. Ein Tick, zwei Tick, drei Tick. Drei Tick ist hoher Widerstand, ein Tick ist wenig Widerstand. So kann man zum Beispiel Stromläufe regulieren. Ich zeige euch das mal kurz. Zack, zack, zack. Zack, zack. Ein Tick geht beinahe schnell durch. Zwei Ticks braucht etwas länger. Drei Ticks. Wow. Und jetzt der letzte Tick. Zack, zack. Zack, zack. Noch eine spezielle Fähigkeit des Repeaters ist, er wirkt wie eine Diode. Das heißt, in dieser Richtung hier, entgegengesetzter Richtung des Verstellers, wirkt er als Sperrrichtung. Ihr seht, hier geht kein Strom drüber. So kann man einen Redstone Repeater auch intelligent einsetzen. Was der Redstone Repeater noch macht, ist, dass er durch einen Block hindurch wirkt. Wenn ich jetzt vor diesem Block einen Repeater setze und den jetzt bestrome, kommt hier Strom raus, obwohl ich hier noch nichts verbunden habe. Ich könnte jetzt zum Beispiel hier Strom rausschicken und hier auch Strom rausschicken. Wirklich ein Vorteil, besonders wenn es um Dinge geht, die man nicht sehen sollte, die zum Beispiel in einer Wand verbaut sein sollten. So, ich werde das jetzt kurz mal ausschalten, weil es mich irritiert. Jetzt ist die Frage, wo kann ich sowas einsetzen? Wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Adventure Map baut, ich zeige euch da jetzt nur mal ein Beispiel. Hier haben wir die Redstone Clock und hier Unmengen von Kabeln. Man kommt hier hin. Man sieht Eisentüren, ich komme nicht vorbei. Und einen versperrten Weg mit einem Lavadach. So, ah, hier ist ein Schalter. Whoops, vor mir sind jetzt Kolben runtergegangen. Ich kann den Schalter nicht mehr betätigen, aber die Türen sind offen. Und jetzt bewegen sich Kolben. Das ist die Schwierigkeit in diesem Pfad. Hier drüber zu kommen, ohne dass einen die Pistons zum Beispiel hier in die Lava schieben. Ja, das ist schwierig. Ich habe es selber eigentlich noch nie geschafft, weil es einfach minimal ist. Man muss hier drüber sprinten. Ich hätte jetzt schon wieder verloren, ne? Ich muss jetzt schauen, wo kann ich hingehen, ohne zu sterben. Egal, schaffe ich zurzeit nicht. Ja. Funktionsweise. Wie funktioniert jetzt so etwas? Schalter ist aus und wir haben gelernt, Schalter ist jetzt so gesagt, ja, ein. Und wir haben gelernt, wenn der Schalter eingeschalten ist, funktioniert die Redstone Clock nicht. Dadurch sind diese Pistons hier, die ich hier angelegt habe, ja, bestromt. Ich müsste sie jetzt noch umkehren. Auf der Unterseite, das könnte ich auch noch schnell machen. Ich könnte sie hier noch schnell umkehren. Umkehren geht so. Man setzt hier einen Block hin mit einer Redstone-Fackel und dann verbindet man den Scheiß wieder. So, jetzt müsste eigentlich alles unten sein. So ist's richtig. Zack. Und alles bewegt sich. So. Das Umkehren ist wichtig, sobald ich Höhen umgehen muss, so wie hier zum Beispiel. Aber ich zeige euch das jetzt mal detailliert. Wie mache ich eine Schaltung, wo die Kolben funktionieren? Die Kolben sind immer das wenigste Problem. Ihr seht hier Haufen Repeater, ignoriert das bitte alles, das sind andere Versuche. Ja, die Redstone Clock schaltet nun aus und ein. Ihr seht ja, ich habe hier verschiedene Ticks. Immer einen Tick mehr geschalten. Dadurch bewegen sich die Kolben immer zack, 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 und noch wieder zack, 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 immer wieder so entlang.
und einfach immer drei Ticks geschalten. Das ist eigentlich das wenigere Problem. Das hier ist Fail. Ja, und die schalten einfach die Kolben. Das ist ganz simpel. Aber wie komme ich auf die andere Seite? Das ist noch das wenigere Problem, weil ich habe einfach hier eine Leitung nach drüben verlegt, die dann hier rauskommt und hier wieder genau das gleiche. Achtet aber drauf, dass ihr die gleichen Ticks habt. Ich habe es dazu gemacht, dass ich immer simultan andere Blöcke habe. Das heißt, sie laufen aber trotzdem gleich. Ich habe hier zwei Repeater mehr mit drei Ticks als drüben und dadurch kommt ein schöneres Bild raus. So, das wäre mal die Schaltung, wie eben hier das funktioniert. Ihr seht, es läuft etwas verzögert an und es ist nicht schaffbar. Zurzeit nicht. Das könnte man ja noch regulieren. So, aber wie funktioniert es jetzt? Diese Kolben sind ausgeschalten, gleich wie diese Türen. Aber wie funktioniert das, dass Kolben unten wie oben gleich aus- und eingeschaltet werden? Das habe ich mir auch überlegt und habe das mal so gelöst. So, wir legen vom Schalter eine Redstone-Leitung hier rüber. Diese Redstone-Leitung teilen wir jetzt auf. Mit der einen Leitung geht es mal hier hinein und hier runter. Hier nutzen wir dieses Umkehrprinzip wie schon vorbei, dass diese Türen, wenn der Schalter eben eingeschalten ist, der Schalter muss ja eingeschalten sein, damit der Weg hier frei bleibt, sonst würden sich die ja drehen und sobald ich ihn ausschalte, damit die Türen aufgehen, oder einschalte in dem Sinn jetzt, wird sich das alles schon bewegen. Ja, obwohl die Türen zu sind und wenn ich sie dann ausschalte, bzw. einschalte, wird das alles stehen. Ist Fail. So, das heißt, es muss eingeschalten sein, aber ich will eine Information an meine Türen senden, damit sie ausgeschalten bleiben. Das heißt, ich muss den Strom umkehren. Strom umkehren kann man eben genau so machen. Ich lege hier die Redstone-Leitung von Block und auf der anderen Seite einen Fackel daher. Das hat, ich mache das kurz weg, dass ihr sehen könnt, seht ihr, auf die Wand des Blocks eine Fackel. Wie bei der Redstone Clock eben. Das heißt, obwohl hier Strom liegt, geht hier nichts drüber. Erst wenn ich den Schalter ausschalte, gibt die Redstone Fackel den Befehl an die Tür, hier eben jetzt mal an den Kolben. Bitte bewege dich nach oben. Aber keine Information von der Redstone Clock, natürlich, weil ich hier zwei Repeater eingebaut habe, in dem Sinn, dass sie als Dioden wirken. Denn sonst hätte ich hier die ganze Zeit den gleichen Scheiß wie bei dem Weg. Die Kolben würden nach oben, nach unten gehen und die Türen auf und zu klatschen. Wollen wir ja nicht. Nee, wollen wir nicht. So. Dann auf der anderen Seite. Ich könnte jetzt natürlich oben, meine ich jetzt, Entschuldigung. Das geht auch ganz simpel. Die Leitung, die vom Schalter, hier hinterbei ist der Schalter, ne? Hier hingeht, geht hier zu einer Fackel, geht hier in den Block rein. Das ist wichtig, von hier in den Block und schaltet diese Fackel aus. Diese Fackel würde diesen Block bestromen und schaltet diese Fackel aus und ein, in dem Sinn jetzt, ne? Das heißt, es ist das gleiche Umkehrprinzip, nur nach oben. Wenn ich jetzt eine Fackel an die Wand baue, habe ich das Umkehrprinzip hier. Ihr seht, Schalter ist ein, aber Stromleitung ist aus. Schalter ist aus, Stromleitung ist ein. Und das gleiche kann ich eben auch mit Blöcken machen. Und zwar nach oben. Ich zeige euch das mal kurz. Zack, zack, zack. Ein paar Mal machen wir das so. Den hier weg und den hier weg. So. Seht jetzt, eingeschalten, ausgeschalten, eingeschalten. Wenn ich das jetzt bestrome, mit einem Hebel, ausgeschalten, eingeschalten, ausgeschalten. Und so funktioniert das hier auch. Ich nenne das immer die Redstone-Leiter. So, hier kommt also der gleiche Befehl, wenn der Schalter eingeschalten ist, hier hoch. Aber überlegen, der Schalter ist eingeschalten, aber ich will meinen Kolben ja aushaben. Die sollten ja eingezogen sein. Und unten haben wir es ja schon umgekehrt. Das heißt, wir müssen es oben auch nochmal umkehren. Ich habe das jetzt beidseitig umgekehrt. Einmal für den linken Kolben und einmal, zack, für den rechten Kolben. Ganz simpel. Die Kolben sind somit erledigt. Zumindest jetzt mal links, oben, rechts. So. Ich habe hier natürlich noch einen zweiten Kolben, den ich genau gleich wie auf der anderen Seite gemacht habe. Aber jetzt fragt ihr euch, was ist jetzt mit dem Umkehren?
bist doch betrunken. Hier ist nichts umgekehrt. Warum ist das ausgeschaltet? Ihr müsst überlegen, ich kann das Umkehren ja auch schon früher machen. Umgekehrt habe ich es bei dieser Schaltung schon etwas früher. Und zwar hier. Und zwar aus dem Grund, denn hier geht es zur ersten Tür. Die muss auch zu sein. Die muss ja zu sein, nicht? Wenn die Kolben ausgeschaltet sind, muss die Tür auch ausgeschaltet sein. Und deswegen habe ich es hier schon umgekehrt, weil hier ist der Strompfad zur ersten Tür. Gut, diese Tür ist umgekehrt und von diesem umgekehrten Strompfad habe ich nun die Stromspanne nach drüben verlegt. Das hier ist alles umgekehrter Strom. Geht von hier zur zweiten Tür und wie schon gesagt, wie das funktioniert, der Repeater überspringt ja einen Block. Merkt euch den Holzblock. Repeater geht durch den Holzblock durch und aktiviert die Türe. Und hier eben auch wieder der umgekehrte Strom, nochmal mit einem Repeater für die Verlängerung, geht hier zum Kolben. Und das ist eigentlich schon die ganze Schaltung. Das Ganze, was wir brauchen. Jetzt seht ihr hier den Holzblock, wenn ich jetzt den Schalter hier betätige. Und jetzt denkt ihr euch zuerst, was ich noch sagen will, warum ist hier ein Schalter und hier dann die Kolben? Und zwar ist das aus folgendem Grund. Wenn ich jetzt hier einen Kolben so gesagt deaktiviere, jetzt mache ich hier die Tür auf und ich könnte von hier das deaktivieren, wäre das ein bisschen lame. Deswegen meine intelligente Schaltung mit den Pistons. So, ich aktiviere von hier den Schalter. Mich hat's geschissen, ich komme nicht mehr durch. Ich höre aber Kolben und dann sehe ich schon den Scheiß. Oh mein Gott. Okay, ich schalte von hier aus. Oh nein. Und so funktioniert das. Es sind jetzt beide aktiviert, obwohl sie auf verschiedene Strompfade liegen. Und zack, jetzt. Ich probiere das jetzt nochmal. Okay, ich bin schon tot. Also da geht es wirklich um Reaktion. Aber das Tolle ist, sobald man einmal einen Weg gefunden hätte, könnte man durchlaufen. Müsste man noch etwas adaptieren für das Ganze. Im Prinzip sieht diese Schaltung dann so aus. So, lasst euch von dem da hinten nicht irritieren. So aus. Lasst euch von dem da nicht irritieren. So aus. So, lasst euch von dem da nicht irritieren und von dem da drüben auch nicht. Das ist jetzt einfach mal die Redstone-Uhr. Falls ihr noch Fragen habt zu dieser Schaltung, schickt mir einfach eine PN. Ich zeige es euch gerne auch live in meinem Server. Das ist immer drinnen. Das zeige ich euch auch sehr gerne. Ich würde dann halt mal eine kleine Gruppe machen von Leuten. Ist ganz klar, für jeden persönlich mache ich das nicht, aber mein Umfeld an Leuten ist doch jetzt nicht so groß. Ne? Ja, aber das ist im Prinzip das Funktionieren dieser Adventure-Map-Schaltung, würde ich mal sagen. So. Nicht? Man weiß nicht, was auf einen zukommt. Erst wenn der Schalter umgelegt ist, aktivieren sich hier die Pistons und die Türen springen auf und die Falle ist gestellt. Man kommt dann nicht mehr zurück, aber auch nicht mehr vorwärts. Und wenn man jetzt hier zum Beispiel verrecken würde, man könnte ja sagen, ah, was ist, wenn die da verrecken? Dann können sie zurücklaufen, dann wissen sie das ja schon. Lasst euch nicht so lähmen. Wir haben hier genug Platz, um zum Beispiel jetzt Folgendes zu bauen. Das geht sich schön aus. Wir können ja hier auch was drüber legen. So kann man noch einen schönen Raum für ein Bettchen bauen, um ihren Respawn-Punkt hier zu registrieren. Oder man könnte auch noch hier eine zusätzliche Eisentür eine Eisentür bauen, die dann einen Weg hier freischaltet, damit man abkürzen könnte. Zumindest mal hierhin. Ja, das ist im Prinzip das Funktionieren und das Einsetzen einer Redstone Clock. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Ich hoffe, wenn euch das Video gefällt, schreibt es in die Kommentare. Wie auch immer, abonniert mich. Keine Ahnung, mal ein bisschen Likes abstauben, wäre schon geil. Und ja, gut. Nee, die Likes sind mir eigentlich egal. Ich mache das ja alles eigentlich spaßhalber. Solche Schaltungen bin ich eher der Fan von. Man muss sich ein bisschen überlegen, ein bisschen nachdenken, kann ein bisschen rumspielen mit dem Zeug. Und ja, das ist ja das, was Redstone eigentlich machen sollte.
nämlich Spaß. Aber ich sehe viele Leute, auch Freunde von mir, die mit dem Zeug einfach verzweifeln. Und ich verstehe nicht warum. Ich sage mal, okay, ich bin Kfz-Elektriker, da ist es alles etwas leichter zu verstehen, die Unschaltungen oder Schaltungen und oder Nichtschaltungen. Werde ich euch alles noch etwas näher bringen und näher führen. Man muss nur die einzelnen Bauteile verstehen und das Funktionieren dieser Bauteile und dann kann man eigentlich alles schalten. Wirklich alles. Man muss nur etwas räumliches Verständnis für das ganze Zeug haben und ein bisschen Wille und ein bisschen Bock, das auch durchzuführen. Klar, das ganze Verlegen kann schnell mal aneiern, denn man muss aufpassen, dass hier zum Beispiel Fail oder Fail, ne? Das sind halt die Sachen, auf die man achten sollte. Werde ich euch aber auch noch alles zeigen. Und falls ihr mal Probleme hättet mit einer Schaltung, schreibt mir, was ihr machen wolltet. Vielleicht habt ihr ein Aufnahmeprogramm, nehmt es auf, schickt mir das Video mit einer PN oder stellt es einfach hoch, ich schaue mir das dann an. Oder ihr schickt mir eure Map und ich regle euch das dann und schicke sie euch zurück. Mache ich eigentlich ganz gerne, mache ich schon für viele Freunde. Ja, gut dann. Wünsche ich euch noch einen schönen Tag, bis zum nächsten Tutorial. Euer Smithy. Und